traditionelle Blusen, Dirndl und Schürzen. Die meisten Teilnehmerinnen des Verein Deutsche Jugend Transkarpatiens und Genadiver Kulturgesellschaft der Deutschen durchgeführten Jugendseminars waren nicht umsonst in deutsche Volkstracht gekleidet. Wir wollten eigentlich mit auch die junge Menschen und junge Generation auch die deutsche Kultur und Geschichte von ihren Ahnen weiter zu forschen und eigentlich weiter zu popularisieren. Eine Volkstracht ist nicht nur eine Kleidung. Menschen nahmen immer mit besonderen Gefühlen die Tracht auf, nach welcher man die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Land, einer Nationalität und einer bestimmten ethnischen Gruppe identifizieren könnte. Eine Volkstracht verschlüsselt Geschichte und Kultur des ganzen Volkes. Eine klassische deutsche Volkstracht unterscheidet sich durch ein besonderes Stoffmuster, landspezifische Farben und erkennbare Accessoires. Sehr interessant, dass eigentlich unsere Verwandten, die auch von 100 Jahren oder von 90 Jahren hier gelebt haben, haben sie keine ähnliche Tracht als jetzt zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg. Wir haben die Archiven geforscht und wir haben auch mit den älteren Generationen gesprochen. Sie haben erzählt, das bestand aus der weißen Mütze. Eigentlich, das war auch sehr dunkel, also dunkles Kleid und ein weißes oder ein hellrosa Schürz. Leider wurde diese Tracht nicht bewahrt. Die Menschen hatten Angst, die Sachen aufzubewahren, die ihre Zugehörigkeit zum Deutschtum bezeichneten. Die einmal verbotene Kultur belebt heute die deutsche Jugend wieder. Ich bin schon seit meiner Kindheit über die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und allgemein über das Land interessiert. Das ist ja schon, so gesagt, mein Hobby. Es ist ja einfach interessant, wie die Menschen in Deutschland, wie die Jugend überhaupt dort lebt. Ich besuche ja die Projekte auch in ganz Ukraine, also so öfter wie es möglich ist. Ja. Die jungen Vertreter der deutschen Gemeinschaft nehmen nicht nur an den Maßnahmen gerne teil, die die heimischen Organisationen durchführen, sondern mit eigenen kreativen Ideen helfen diese interessanter zu machen, unsere Quarantäne-Realität reichhaltiger zu machen. Mit Masken auf den Gesichtern, alle Gesundheitsvorschriften zu halten, freuen sich die Teilnehmer des Projekts auf die Möglichkeit, miteinander zu unterhalten. Auf dem Programm stehen Meisterklasse des Zeichens der deutschen Volkstrachten, die Inszenierung von Märchen der deutschen Schriftsteller, das Konzert in einer einheitlichen Familie. Am Konzert nehmen die Familien und Kinder vom verschiedenen Alter teil. Auch haben wir einen Ausflug nach Mukatschewo. Obwohl es jetzt die Quarantäne-Absperrungen gibt, freue ich mich sehr, dass wir uns treffen konnten. Für die Unterstützung des Interesses zur Kultur des eigenen Volkes und der Einbeziehung zu diesem kreativen Prozess je mehr Menschen haben die Leiter der heimischen deutschen Organisationen vor, eine Reihe von kulturellen Maßnahmen durchzuführen. Jetzt planen wir auch mehrere lokale Projekte für die Jugendlichen machen und drei regionale Projekte zu machen. Wir planen das alles offline zu machen, aber wir haben auch ein Online-Konzept dazu entwickelt. Niemand weiß, also jeden Tag ändert sich die Situation und wir müssen auch sozusagen Plan B haben. Und zugleich werden wir auch dieses Jahr drei Projekte im Rahmen von den Deutschen Wochen in der Ukraine realisieren. Das haben wir ein Wettbewerb bei dem Deutschen Botschaft gewonnen und eben drei Projekte werden wir zum ersten Mal in Mukatschewo durchführen. Also das wird Escape Room zum Tag der Deutschen Einheit sein, das werden die deutschen Lesungen sein und es ist eigentlich auch die Filmwoche geplant. Also wir werden auch die deutschen Filme in Mukatschewo und auch in Uschgorod für die Bevölkerung kostenlos zeigen.